Regulär bestimmen wir alle 4 Jahre mit unserem Kreuzchen die Bundespolitik für die kommenden Jahre. Nun ist es wieder soweit. In unserer Politikserie schauen wir uns die größten Parteien an und heute geht es um die SPD. Was die SPD verspricht, was ihre Ziele sind und was sie gerne ändern möchte, das siehst du jetzt hier bei uns. Die SPD, also die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, existiert seit 1945 in ihrer heutigen Form. Vorgänger waren unter anderem der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein und die Sozialdemokratische Arbeiterpartei. Martin Schulz ist der Kandidat bei dieser Bundestagswahl 2017. Im Folgenden wollen wir dir die wichtigsten Bereiche, mit der sich die SPD beschäftigt, vorstellen. Starten wir mit dem Bereich Arbeit und Soziales. Der Schwerpunkt der SPD liegt auf den Bereichen Hartz IV und Arbeitslosengeld I. Arbeitslose, die an einer Weiterbildung teilnehmen, sollen ein neues Arbeitslosengeld Q erhalten, wodurch sich ihr Bezug von Arbeitslosengeld I verlängert, sodass sie nicht so schnell in Hartz IV abrutschen. Dies soll auch für andere Arbeitslose gelten. Bei dem Bezug von Hartz IV soll das sogenannte Schonvermögen verdoppelt werden, auch kann man nicht mehr wohnungslos werden. Auch sollen einige Ausnahmen für den Mindestlohn wegfallen bzw. überprüft werden. Zum einen bei den Langzeitarbeitslosen und zum anderen bei den minderjährigen Beschäftigten. Auch im Bereich der Rente soll es dringend benötigte Reformen geben. Unter anderem soll es eine Solidarrente für Geringverdiener geben, als auch kein weiteres Absinken des Rentenniveaus. Und was gibt es zu den Frauen zu sagen? Naja, Leitungspositionen sollen zur Hälfte von Frauen besetzt werden, auch wenn diese Teilzeit arbeiten. Nächster wichtiger Schwerpunkt, natürlich die Bildung. Die SPD hat viele kleine Schritte geplant, auch damit Bildung kostenlos wird und bleibt. Dafür sind unter anderem zahlreiche Investitionen in und um Schulen geplant. Dazu gehören Modernisierungen der Schulen, als auch die Abschaffung der Kita und der Studiengebühren. Und was tut sich im Bereich Umwelt? Die SPD setzt zwar auf einen lang anhaltenden Wandel im Bereich der Energiewirtschaft, einen Austritt aus der Kohlekraft erwähnen sie jedoch interessanterweise nicht. Die Elektromobilität soll aber weiter vorangetrieben werden, sowie der Einsatz von alternativen Antrieben. Seit 2 Jahren ist auch das Thema Einwanderung wieder sehr präsent, obwohl Deutschland schon immer ein Einwanderungsland war. Wie steht die SPD jetzt dazu? Das Asylrecht soll generell nicht angetastet werden, aber Deutschland darf nicht überfordert werden und die Lage muss kontrollierbar bleiben, so die SPD. So sollen zum Beispiel Fluchtursachen besser bekämpft werden und die hiesige Integration besser vorangetrieben werden. Abschiebungen in Krisenregionen wie Afghanistan wird es nicht geben und der Familiennachzug soll möglich sein. Für die Zukunft ist ein Einwanderungsgesetz mit Punktesystem nach kanadischem Vorbild angedacht. Ja, und was gibt es noch zu wissen? Die SPD möchte zusätzlich in die Verteidigung investieren, jedoch nicht in übertrieben hohem Maße. Die Wehrpflicht soll nicht wieder eingeführt werden. Es soll keinen Einsatz von Kampfdrohnen geben, was vielleicht auch ein interessanter Aspekt ist. 15.000 zusätzliche Polizisten sollen außerdem zum Schutz der inneren Sicherheit eingestellt werden. Da einige Ziele und Vorhaben, wie im Parteiprogramm der CDU, nicht konkreter formuliert wurden, lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in das SPD-Wahlprogramm, wo das Ganze nochmal ein bisschen ausführlicher beschrieben wird. Wir hoffen, dass wir dir in diesem Video einen kurzen und knackigen Überblick über die wichtigsten Ziele der SPD geben konnten. Was hältst du von dem Wahlprogramm? Schreib uns das unbedingt mal in die Kommentare. Und über einen Daumen hoch, Teilen des Videos an Freunde und einen Blick in die Playlist freuen wir uns sehr. Mach's gut, bis bald und ciao!